Das ist der Kia EV6 Hinterradantrieb. Vor 3 Wochen hatte ich das Allradmodell auch von Kia Deutschland gestellt bekommen. Beides Male ein Pressewagen. Sehr nett, danke übrigens. Und ich wollte ein bisschen reden, was so der Unterschied ist. Wer den Kanal unterstützen will, es gibt einen Patreon-Link in der Beschreibung und es gibt Kanalmitgliedschaft hier auf YouTube. Was mir bei dem Auto auffällt, und das hat es nicht mit Hinterrad und Allrad zu tun, sind die Sitze. Es sind andere Sitze. Das hier ist ein GT-Line und sie haben viel mehr Polsterung drauf. Sollen wahrscheinlich mehr komfortabel sein. Ich finde es aber nicht mehr komfortabel wie die vom Allrad. Die waren wunderbar. Aber ich sitze auf alle Fälle viel höher hier drin und ich kann den Sitz nicht weiter nach unten bewegen. Das ist nervig, weil ich hier fast oben den Dachrahmen berühre. Es sind noch 2 cm hier, ich bin 180 cm groß. Dann berühre ich hier oben. Ich habe zwar Schiebedach, ich weiß nicht, ob das hier oben was ändert. Das war beim anderen nicht, glaube ich. Ich glaube, der hatte kein Schiebedach. Aber ich habe alles so eingestellt wie immer. Lenkrad ist ganz draußen und ein bisschen nach oben, dass ich hier wunderbar hier hinkomme, ohne dass ich mich strecken muss. Also ist auch die Lehne normal eingestellt. Aber hier ist es fast keine Kopffreiheit. Das Fahren ist natürlich sehr, sehr ähnlich zum Allrad. Gleiche Federung, gleicher Komfort, ist genauso gut in der Kurve, wirklich toll. Was sich ändert, ist natürlich die Power. Wir haben ja beim Allrad einen Motor mehr vorne, den es hier nicht gibt. Und Rekuperation. Und die Rekuperation ist sehr interessant, weil in iPedal, wo es immer piepst, in iPedal ist es eigentlich ziemlich gleich. So, ich weiß nicht, ob er da die Bremsen mit benutzt. Aber ich benutze zum Fahren meistens Level 3, weil der automatisch immer an ist, wenn man das Wagen startet, und es piepst auch nicht. Das nervt mich nämlich. Und in Level 3 ist die Rekuperation immer noch ziemlich gut, viel schwächer als beim Allrad. Und was sehr interessant ist, bei einer niedrigen Geschwindigkeit wird es sehr, sehr schwach. Also hier bei 30 fühlt es sich fast an, wie wenn er einfach rollt, wenn er nicht bremsen würde. Das ist der einzige Unterschied, den ich so ein bisschen so merke. Aber jetzt fahren wir zu unserem Beschleunigungsteil, weil dort kann ich mal von 0 auf 100 und schauen wir, wie schnell das ist. Dann machen wir den Beschleunigungstest von 0 auf 100. Ich bin im Sport-Mode, bin nur bei 84%. Ich glaube, beim Allrad war ich bei 100%. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich habe die Klimaanlage an, die nimmt gerade 640 Watt und die Batterie wird auch gerade gekühlt, aber nur mit 100 Watt ungefähr, weil ich vorhin geladen habe. Ich habe Draghi laufen, ist ein GPS-Gerät, das die Beschleunigung misst von 0 auf 100. Mit dem Allrad hatte ich 4,92 Sekunden, allerdings war es nicht, stand dort invalid, weil irgendwie nicht genug Satelliten. Heute sagt er, alles ist gut, aber 4,95 Sekunden, das kann man beim Allrad rechnen. Schauen wir, wie es hier ist. Sekunden, probieren wir es in der anderen Richtung. Und hier kann man übrigens sehen, wie viel Kilowatt der Motor leistet. Von der Reichweite her habe ich mit dem Hinterradantrieb 10% mehr Reichweite geschafft bei ca. 123 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit auf der Autobahn. Beim Allrad waren es 300 km genau und beim Hinterradantrieb 329. Aber das ist immer sehr schwer zu vergleichen, wenn man nicht am gleichen Tag die gleiche Strecke fährt hintereinander, weil Temperatur war ein bisschen anders, 3 Grad mehr beim Allrad. Und beim Allrad hatte ich die Klimaanlage an auf 22 Grad. Und jetzt ist die Frage, ist die höhere Temperatur besser für den Verbrauch oder ist die Klimaanlage an schlechter für den Verbrauch? Das ist eben, das kann man nie genau perfekt vergleichen. Aber wie gesagt, ich habe 10% mehr Reichweite geschafft hier. Beim Allrad ist halt wichtig, wenn man Eco fährt und nicht in ein iPedal, also die höchste Rekuperationsstufe,
benutzt er auch nur den Hinterradantrieb, aber man hat natürlich mehr Gewicht, weil vorne ein extra Motor ist. Und sie hatten nicht die gleichen Reifen, zwar die gleiche Größe, aber das sind Continental Eco Contact 6 und beim Allrad waren es Pilot Sport Reifen. Der Wendekreis ist auch fast gleich beim Allrad 11,3 Meter und beim Hinterradantrieb 11,6 Meter, also die 30 cm, das glaube ich, merkt man nicht. So, ich hatte den Kia EV6, den Allrad für 2 Wochen und den Hinterradantrieb für 2 Wochen. Und beim Allrad-Video habe ich 2 Dinge gesagt, die nicht stimmen. Nummer 1 ist, dass man, wenn man mit dem Fuß hier unten wischt, dass sich der Kofferraum öffnet. Das stimmt nicht. Kia EV6 hat das nicht, sondern man kommt mit dem Schlüssel zum Kofferraum. Das Auto erkennt, dass man mit dem Schlüssel, wenn es zugesperrt ist, deswegen passiert es jetzt nicht, das Auto erkennt, dass man da ist, piepst einmal, wenn man dann 3 Sekunden stehen bleibt, öffnet sich der Kofferraum von alleine. Hat natürlich den Vorteil, dass man nicht das machen muss. Hat den Nachteil, wenn man nur einfach hier steht und was anderes tun will, öffnet sich der Kofferraum und man muss länger warten. Und Nummer 2 ist der Schlüssel. Ich habe in meinem Allrad-Video gesagt, dass man mit dem Hold-Button hier über diesen Selbstfahrknöpfen, wenn man den einschaltet, dann schaltet sich das Auto ein, auch wenn zugesperrt ist und die Klimaanlage oder so läuft oder die Heizung. Das stimmt aber nicht. Das ist vielleicht nur beim Kia Niro EV, aber nicht beim EV6. Man kann hier das Auto einschalten und es steht auch dann im Bildschirm bereit zum Fahren. Aber das hat nur mit Fahren zu tun, Klima bleibt aus. Aber jetzt im EV6, anders wie beim Kia Niro EV, muss man nicht ins Auto und dieses Selbstfahren aktivieren. Einfach, wenn er zugesperrt ist, hin, das für 5 Sekunden lang drücken, dann schaltet er sich ein und dann kann man, wenn man auf den Knopf bleibt, entweder nach vorne ein bisschen fahren oder nach hinten. Ich höre aber jetzt einen Lüfter. Vielleicht ist die Klimaanlage doch an. Aber es zeigt nichts im Klimaanlagenfenster an, dass es an ist. Aber ich höre einen Lüfter. Vielleicht funktioniert es doch. Ich weiß gar nichts. Huh? Also muss jeder für sich entscheiden, was für ihn wichtiger ist, mehr Reichweite oder mehr Power. Für mich persönlich ist es der Allrad. Das macht mir mehr Spaß beim Überholen oder wenn man mal beschleunigen will. Das ist schon sehr schön mit Allrad und guten Drehmoment. Aber der hat jetzt nicht zu wenig, ist immer noch genügend Power hier. Aber der Allrad macht ein bisschen mehr Spaß. Für mich der Allrad, ihr müsst selbst entscheiden, was für euch wichtig ist. Aber das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Noch einen wunderschönen Tag. Ciao.